Oh Gott, ihr werdet es nicht glauben. Die erste Steam-Sammelkarte, die ich von diesem Spiel erhalten habe. Von dem Katzenmädchen Cocoa. Das ist ein Zeichen des Himmels. Das ist Bestimmung. Es hat etwas Großes zu bedeuten. Ich weiß nur noch nicht was. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Rabiribi. Das letzte Mal sind wir in diese Höhle gekommen. Mit ganz schön seltsamen Monstern. Wir haben das Katzenmädchen Cocoa besiegt und sind ihr gefolgt, doch irgendwie sind wir in dieser Höhle gelandet und jetzt muss ich noch kurz meinen Übersetzer auspacken. Okay. Autsch! Gegen was bin ich da gerannt? Hä? Wow! Was für ein großes Häschen! Bleib weg! Ribbon schmeckt gar nicht! Entschuldigung, Mrs. Fee. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Sind Sie verletzt? Es hat Geräusche gemacht. Ribbon hat noch nie ein Häschen solche Geräusche machen hören. Sehen. Komm ja nicht näher. Feen sind vielleicht klein, aber... spiel nicht mit uns. Ribbon hat gar keine Angst. Das ist mir klar. Oh, du willst fighten. Komba! Ich sollte nicht mehr in die Gegner einlaufen. Kanda! Autsch! Häschenbombe! Ja. Du machst viel Schaden, hä? Und gegen meine Kombos ist keine Chance. Oh mein Gott! Da! Ja. 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 Oh mein Gott. Yeah, diese Kombo ist unglaublich. Ah, so. Nein, kein Bullet Hell. Oh mein Gott. Was soll das? Was ist das für Schmuck? Aber ich komme irgendwie damit klar. Wow. Bin ich hier sicher? Ah. Oh. Nicht so wirklich. Huh. Yeah. Oh, level up. Haha, Ribbon, du hast keine Chance. Häschenbombe. Aua. Diese Kombo ist unglaublich. Niemand besiegt die Häschenpower? Nicht in meiner Welt. Was das? Die süße Ribbon wird von einem gigantischen Häschen gegessen? Ribbon hat gedacht, dass sie noch ein langes Leben vor sich hat. Lily, Pixie, vergebt mir. Bitte glaubt mir, Ribbon hat euch nicht verstoßen. Ah, hör auf, sofort dich hinzumurmeln. Ich werde dich nicht essen. Ich bin nur auf der Durchreise. Und danach werde ich dich kochen und verspeisen. Es hat mich gefangen. Ribbon wird gegessen. Uhuhu. Ja. Ich habe gehört, Feen schmecken ganz gut. Mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Maggi-Würze. Hä? Oh, so süß und klein. Feen waren mal genauso groß wie ich. Hallo, Mrs. Fee. Ich bin Irina. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ein Mensch? Ah, hallo. Danke, dass du Ribbon gerettet hast. Wo ist dieses riesige Häschen hingegangen? Ribbon war fast gestorben vor lauter Angst. Ich war dieses Häschen. Und Fleisch ist wirklich schlecht für Häschen. Aber da war ein riesiges Häschen. Und das warst du? Hat Ribbon halluziniert? Was für Zeug nehmt ihr Feen da eigentlich? Ein bisschen Feenstaub unter die Nase und der Tag ist gerettet. Also, du bist ein Häschen und suchst noch deinen Meister. Ribbon kann sagen, dass da irgendetwas seltsam ist, aber du siehst wie ein Mensch aus. So ist es, das ist seltsam.
Ich weiß auch nicht, warum ich menschlich geworden bin. Ich war so, als ich aufwachte. Und das fühlt sich immer noch an wie ein Traum. Wow! Riven hat sowas noch nie zuvor gehört. Aber warum bist du hier? Hast du dich verlaufen? Ich wollte gar nicht hier runterkommen. Aber ich habe mich einfach nur umgesehen, weil ich neugierig war. Ich sollte jetzt eigentlich in Rabi Rabi Stadt sein. Rabi Rabi Town? Nein, wir sind weiter. Rabi Rabi. Rabi Rabi Town? Ja, das ist der Ort, an dem mein Meister lebt. Was ist falsch? Du siehst so ernst aus, Riven. Nichts. Nichts Ernstes, auf jeden Fall. Also, warum bist du hier, Riven? Du siehst wirklich... Was das Tor ist, ich sag einfach mal stresslos. Gestresst aus? Du siehst ziemlich gestresst aus. Nein, ich muss es nachgucken. Wenn es wirklich gestresst heißt, dann beiß ich mir in den Kopf. Distressed. Vielleicht könnte es auch... Ah, bekümmert, natürlich, bekümmert. Du siehst... Bekümmert? Oder erschüttert, erschüttert, hä? Oh ja, Riven ist geflohen. Lily und Pixie sind immer noch gefangen da drin. Geflohen? Aber was ist dir denn passiert? Und Lily? Pixie? Lily und Pixie sind Rivens Freunde. Wir waren ein bisschen auf Erkundungstour, als ein blondes Mädchen uns gefangen hat. Riven hat sich so seltsam innen drin gefühlt. Vielleicht ist es deshalb, warum Irina wie ein riesiges Häschen aussah. Kann Irina helfen, sie zu befreien? Riven hätte nicht so viel Angst, gefangen zu werden, wenn du da wärst. Ich kann dir bestimmt helfen bei einer Sache wie dieser. Sind sie hier irgendwo in der Nähe? Wunderbar, danke Irina. Sie sind genau diesen Weg entlang. Lauf einfach nur geradeaus. Rapid Shot und Web und Charge the Shot. Press 2, um Ribbons Rapid Shot zu benutzen. Hold and Release 2, um die Charge-Attacke zu benutzen. No relationship. Riven erhält Liebeserfahrung, wann immer sie angreift. Nachdem sie genug Erfahrung hat, levelt sie auf. Piep, 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 piep. Das ist cool. Huh, da komme ich nicht hoch. Das ist seltsam, das ist ein totes Ende. Es ist nicht. Sieh her, da oben. Wow, so hoch. Ich denke nicht, dass ich so hoch springen kann. Ich hatte nicht gedacht, dass es hoch wäre. Lass mich versuchen, drüber zu springen. Du bist ein Häschen, aber das schaffst du nicht. Du bist nicht stark genug. Das ist wirklich hoch. Was sollten wir nur tun? Wir können ja nicht einfach so warten. Gibt es vielleicht einen Weg außenrum? In diesem Fall... Riven kann mit dir zuerst nach Rabi Rabi Town gehen. Vielleicht finden wir dort ein bisschen Hilfe. Bist du sicher? Deine Freunde sind immer noch hier drin. Ja, aber... Wir können ja nicht einfach so dumm rumstehen. Du suchst ja auch noch einen Weg nach Hause, richtig? Aber Rabi Rabi Town ist vielleicht ziemlich weit weg. Es sollten vielleicht Leute im Wald sein, die helfen können. Gut. Riven hat sich schon gedacht, dass wir andere im Wald fragen können. Aber nur, wenn es keine andere Wahl gibt. Riven möchte nicht andere Leute nach Hilfe fragen, die sie nicht kennt. Ein Geheimnis? Kann ich es meinem Meister erzählen? Natürlich! Riven ist sehr interessiert in deinem Meister. Oh, also Riven möchte den Meister auch treffen? Du siehst wirklich aufgeregt aus. Bin ich nicht? Wir sollten jetzt gehen. Wir können ja später zurückkommen. Okay, lass uns gehen. Irgendwann werde ich da auch kommen und diese Donnerbitze sammeln. Wow. Level up. Charge Speed, wie sieht der Charge aus? Wow. Yeah.
Das ist ja Bombe. Die Häschenbombe wird nicht mehr sein. Oh, der Effekt. Der Radius ist vergrößert. Nice. Was gezeichnet. Wir sollen speichern. Einfach nur so. Das ist keinen großen Grund. Wenn so viel Abenteuer durchlebt. Okay, okay, warten, warten, warten und. Ah ne, das war falsch. Okay. Aua! Friss meine Bombe! Und friss sie nochmal! Du bist ganz schön zäh, Kätzchen! Das ist wirklich ein zähes Kätzchen! Tot! Wusste ich doch! Hey, wir sammeln ja Geld, oder? Ja, natürlich, wir sammeln Geld! Das ist cool! Irina! Sieh! Es ist ein Warpstone! Ein Warpstein? Teleportstein. Warpstone. So nennt man das. Also ein Warpstein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie man das nennt. Das ist ein ziemlich langweiliger Name. Du hast dich gewundert, hä? Ribbon könnte wetten, dass du dich gewundert hast, dass es war. Und du wurdest hierher teleportiert, richtig? Nein. Ich habe es benutzt, weil Miss Kitty gesagt hat, es würde zurück nach Rabirabi führen. Das ist unmöglich. Warpsteine funktionieren nur an Orten, die du schon besucht hast. Du bist noch nirgends anders hingegangen, also wurdest du zum nächstbesten Warpstein teleportiert. Also das ist passiert. Also können wir es nur benutzen, um zum Wald zurückzukehren? Jupp. Stell dich einfach da unten runter und stell dir vor, wo du hin willst. Und weil Ribbon mit dir kommt, können wir nur an Orte gehen, die wir beide schon erreicht haben. Teleporting! Stand unter dem Warpstein und presse den Runterknopf zum Usen. You can use it unlimited Zeiten und hard times. Irina kann nur dorthin, wo sie schon mal war. Okay. Was ist das? Da waren wir noch nicht. Secrets! Oh, da ist eine Karte. Eine Minimap. Okay, wir wollen dahin. Yeah. Aber wie sieht dein Charge Shot aus? Geiler Scheiß. Es ist wahr, wir sind zurück im Wald. Du bist unglaublich, Ribbon. Ha! Das ist normales Wissen auf dieser Insel. Das ist nicht so unglaublich. Also, welchen Weg sollen wir gehen, Irina? Wir sollten an den Ort zurückgehen, wo ich aufgewacht bin. Hier entlang, folge mir. Auf dem Weg nach Vertania City. Ah ja, mit dir haben wir ja schon geredet. Das ist ein Heilstein. Ja, danke. Safen, yay! Ich würde sagen, hier machen wir ein Folgenende. Bis dann. Ciao, ciao.